Ich grüße an jeden, der sich auf mein Video verirrt hat. Ich war gestern im 1-Euro-Shop. Ich weiß, von 1-Euro-Artikeln darf man nicht so viel erwarten, bla 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 bla. Auf jeden Fall habe ich da diese Dinger gesehen, die haben mir vom Design her eigentlich ganz gut gefallen. Oder vom Bild her. Und habe mir die erst angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, vielleicht ist ja nur die Qualität nicht so geil, wenn man... wenn man durch diese Folie guckt. Aber das sind diese komischen Platzdeckchen im New York Style. Man glaubt es kaum. Diese wundervollen Platzdeckchen, ich hoffe, man kann es erkennen. Oh Gott, die sind von der Qualität her, die sind so dermaßen räudig. Hier zum Beispiel, da kann man jeden einzelnen Pixel sehen. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, ob man sowas nicht in einer vernünftigen Qualität drucken kann. Auch wenn es nur für 1 Euro ist. Aber ich sag mal, das ist wirklich purer Trash. Und dann kann ich auch zu T-Docs gehen und da ist auf jeden Fall die Druckqualität wesentlich besser. Weil allein hier sieht man das. Hier sind zum Beispiel die Pixel hier. Hier kann man gar nicht erkennen, dass das ein Chevrolet sein soll. Hier weiß man, dass es ein Taxi ist, weil es gelb ist so. Aber das ist purer Trash und das habe ich auch einfach nur mitgenommen, um euch mal zu zeigen, was in den Läden für einen Scheiß verkauft wird. So, wenn man ganz haarklein drauf achtet, dann ist es wirklich von der Qualität her richtig scheiße. Wenn man es einfach nur auf den Tisch legt, da seinen Teller drauf stellt, ist okay. Aber wenn man sich ein bisschen die Qualität anguckt, meine Fresse, wäre es zu viel verlangt gewesen, das mal in einer vernünftigen Qualität zu drucken? Ich verstehe das nicht. Ne, dazu kann man einfach nichts sagen, weil ich sag mal, so ein bisschen bessere Druckqualität wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so teuer gewesen, wenn man die Dinger schon irgendwo im tiefsten China drucken lässt. Gut, ist einfach nur mal so ein Video gewesen über Trash, den man bei uns in Deutschland kaufen kann im 1-Euro-Shop. Es gibt auch geile, ich sag's dazu, es gibt auch geile Sachen, also es gibt auch ganz witzige Sachen, die man da kaufen kann. Da findet man des Öfteren mal Figurenpacks, so zum Beispiel von Turtles oder Warcraft oder was auch immer. Also es ist ja nicht nur alles schlecht, aber das war halt wirklich mal ein Negativbeispiel. Daumen runter, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis denn, dann ciao.